Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es für euch wieder einen kleinen Text von Ann und Erit aus der schleimfreien Heilkost. Und diesmal habe ich mir die Lektion 11 herausgesucht, Verwirrung in der Ernährungslehre. Ich habe dazu auch schon mindestens zwei Interviews auf YouTube veröffentlicht. Einmal ein Interview mit dem Tobias Steinhäuser und einmal ein Interview mit der Ulrike Ether von Deine Ernährung. Heute gibt es einen kleinen Text von Ann und Erit zum Thema Verwirrung in der Ernährungslehre für euch als Inspiration. In dieser sehr wichtigen Lektion will ich Sie ein für alle Mal von den folgenden Tatsachen überzeugen. Erstens, dass in der Nahrung 99,99% der Ursachen aller Krankheiten und unperfekten Gesundheit jeder Art liegt. Zweitens, dass folglich alle Heilungsversuche und alle therapeutischen Behandlungen weiterhin versagen werden, solange Sie sich weigern, die größte Wichtigkeit auf die Ernährung zu legen. Drittens, das, was ich schleimfreie Nahrung und schleimbildende Nahrung nenne, notwendigerweise alle menschlichen Nahrungsmittel in harmlose, natürliche, heilende und wirklich nährende Nahrung oder in schädliche, krankheitsproduzierende Nahrung unterteilt. Viertens, dass alle anderen Ernährungslehren grundsätzlich falsch liegen, weil sie die Betonung auf Nährwerte legen, egal ob es sich um falsche Nahrung handelt oder nicht, anstatt auf die heilenden, reinigenden, eliminierenden Werte und ihre Wirksamkeit, bevor der Heilprozess beginnt, fortgeführt wird oder überhaupt vollendet wird. Das Ernährungsproblem, was soll der Mensch essen, um gesund zu bleiben oder um seine Krankheit zu heilen, ist in der Tat das Problem des Lebens. So wenig wie diese Frage auch in Betracht gezogen wird oder überhaupt bekannt ist als die wichtigste Frage. Vor längerer Zeit habe ich den Spruch geprägt, das Leben ist eine Tragödie der Ernährung. Die Verwirrung und Ignoranz bezüglich der Frage, was man essen soll, ist in der Tat so groß, dass man dieses Problem das fehlende Verbindungsglied des menschlichen Geistes nennen muss. Dass die medizinische Wissenschaft und selbst die sogenannte natürliche Therapeutik die Ernährungslehre im Allgemeinen als nebensächlich ansehen, ist schon bedeutsam. Selbst die Leistung einer Maschine hängt von der Qualität und der Menge des Treibstoffs ab. Es gibt auch keinen Zweifel mehr, dass eine Pflanze eher von der Art des Bodens als vom Klima abhängig ist, um qualitätvolle Früchte hervorzubringen. Die Bauern wissen sehr wohl, dass alles davon abhängt, was sie ihrem Viehzeug füttern. Gesundheit und Krankheit von Tier und Mensch hängen zu 99,99% von der Nahrung ab. Dies wird von der Natur deutlich zum Ausdruck gebracht durch die Tatsache, dass jedes Tier das Fressen verweigert, wenn es krank wird. Dieser Instinkt des Tieres, auf jede Krankheit oder sogar einen Unfall mit Fasten zu reagieren, ist die Weise, wie uns die Natur zeigt, dass Gesundheit und Krankheit gänzlich und vollständig von Essen und Nichtessen sowie von der Art der Nahrung abhängen. Dass der Durchschnittsmensch und selbst gebildete Ärzte alles auf Erden, außer die Nahrung, als Ursache für eine Krankheit verantwortlich machen, liegt an der tragischen Tatsache, dass die Krankheiten in ihren Augen für sie noch ein Rätsel ist. Sie wissen nicht, wie schrecklich unsauber das Innere ihres Körpers ist aufgrund ihrer lebenslangen Angewohnheit, 10-mal mehr zu essen als notwendig und in vielen Fällen hauptsächlich oder sogar ausschließlich schädigende Nahrung. Wenn der Durchschnittsesser selbst bei sogenannter perfekter Gesundheit 3 oder 4 Tage lang fastet, dann werden sein Atem und der gesamte Körper sowie seine Ausscheidungen einen üblen Geruch von sich geben, was bedeutet, zeigt und beweist, dass sein Körper voll ist mit zersetzten, unausgeschiedenen Substanzen, die er durch nichts anderes als durch das Essen aufgenommen hat. Diese angereicherte und ständig wachsende Unrat ist seine latente, unbekannte Krankheit. Und wenn die Natur diesen durch eine Schockbehandlung, gemeinhin als Krankheit bekannt, eliminieren will, dann setzt er zuerst alles daran, sich zu heilen, anstatt das Fasten zu akzeptieren und die Zunahme der Krankheitsursache, des inneren Abfalls also, zu unterbinden. Sie haben nun erfahren, wie falsch die Medizin liegt, wenn sie den heilenden, eliminierenden Prozess der Natur, den sie Krankheit nennt, beenden will, wodurch sie die Menge des inneren Abfalls durch Medikamente und Tinkturen erhöht,
Aber die natürliche Therapeutik aller Arten der Eliminierung wird nie perfekt heilen, solange man es verpasst, die Zufuhr des inneren Abfalls falschen Essens zu beenden. Sie mögen reinigen unendlich lange, aber sie werden nie die komplette Sauberkeit erreichen, solange die Zufuhr falscher Nahrung oder selbst zu viel richtiger Nahrung nicht beendet wird. Wenn es eine Tatsache ist, dass die Nahrung allein der Hauptgrund für alle Krankheiten ist, wie die Natur so deutlich zeigt, dann ist es logisch und klar, dass man sich auch nur durch die Ernährung heilen kann und auf radikale Weise, falls notwendig, mit der rationalsten Diät, dem Fasten, dem einzigen Heilmittel der Natur im Tierreich. Das heißt, wenn eine Art von Diät heilen soll, dann muss sie aus Nahrung bestehen, die nicht nach Nährwerten hinsichtlich ihrer nährenden und aufbauenden Qualität gewählt wird, sondern aufgrund ihrer heilenden, reinigenden und ausscheidenden Eigenschaften. Hier liegt der Hauptgrund, warum und worin alle anderen Ernährungslehren versagen. Meine Heildiät, die schleimfreie Diät, unterteilt alle Nahrungsmittel, wie schon erwähnt, streng in zwei Kategorien. Einige heilen und andere verursachen Krankheiten. Es ist nicht ausreichend, wie der Laie denken mag, zu wissen, welche Nahrungsmittel schleimfrei und schleimbildend sind, sondern man muss wissen, erstens, wie intensiv und wie schnell die Umstellung gemacht werden kann. Zweitens, wie man die verschiedenen Nahrungsmittel kombinieren muss. Drittens, wie oft und wie lange man fasten muss und wie das Fasten mit der Heildiät kombiniert werden muss, falls dies notwendig ist. Das ist das System der schleimfreien Diät und des Fastens. Und das ist, was der Arzt studieren und lernen muss und was der Laie nicht kennt, worum er folglich versagen muss, wenn er versucht, sich mit guter Nahrung zu heilen. Nach diesen vorangegangenen Erklärungen werden Sie in der folgenden Kritik der bekanntesten Ernährungslehren sofort sehen, warum sie nicht perfekt sind und warum die Verwirrung so groß ist. In späteren Lektionen werden Sie alle Arten von Nahrungsmitteln kennenlernen, sowie warum sie gut oder schlecht sind, falls Ihnen noch nicht klar ist, welche Nahrungsmittel schleimfrei oder schleimbildend sind. Alle Früchte, roh oder gekocht, auch Nüsse und grünblättrige Gemüse sind schleimfrei. Alle anderen Nahrungsmittel der Zivilisation sind ausnahmslos schleim- und säurebildend und folglich schädlich. Das war ein kleiner Text aus der schleimfreien Heilkost. Die schleimfreie Heilkost gibt es als kostenfreie PDF-Version. Ihr findet den Link unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Wenn ihr lieber ein richtiges Buch zu Hause stehen haben möchtet mit allen Schriften von Arnold Ehret, dann kann ich euch Gesunde Menschen Band 1 und Band 2 empfehlen. Diese beiden Bücher bzw. den Link zu den Büchern findet ihr auch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Dieser Text ist über 100 Jahre alt und es ist immer wieder faszinierend, wie zeitlos Ehrets Texte sind, wie genial er den Zusammenhang zwischen Krankheit und Nahrung beschreibt. Allerdings möchte ich noch hinzufügen, wir leben heute in einer ganz anderen Zeit als Arnold Ehret. Also wir sind heutzutage viel mehr Schadstoffen, viel mehr Giftstoffen, viel mehr Schwermetallen ausgesetzt und das sollten wir berücksichtigen, dass es eben noch andere Einflüsse gibt, die unsere Gesundheit ins Wanken bringen, die uns destabilisieren können, die unsere Gesundheit destabilisieren können. Also wir müssen die schleimfreie Heilkost auch ein bisschen weit transformieren und sie in die heutige Zeit anpassen. Eine umfassende Entgiftung des Körpers ist heute wichtiger denn je. An dieser Stelle möchte ich euch einen kostenfreien Online-Kongress empfehlen. Der findet jetzt vom 2. bis 6. Februar statt. Detox und Entgiftung sammelt von Kevin Heckmann und Team. Eine umfassende Entgiftung des Körpers ist die wichtigste Therapiemaßnahme für eine dauerhafte Heilung von vielen Krankheiten oder von vielen Erkrankungen. Wir kommen leider nicht umhin, uns mit den Giften zu beschäftigen, die in Ernährung und Umwelt ihr Unwesen treiben und die wir Menschen mit unserem modernen Lebensstil selbst hervorgerufen haben. Es gibt eine Studie zu Umweltgiften. Nahezu kein Ort ist mehr ohne Pestizide. Auch eine bekannte deutsche Zeitung verkündete im Dezember 2020, wie Umweltgifte Kinder schädigen. Es ist also an der Zeit, uns damit zu beschäftigen, wie wir einerseits Gifte vermeiden und andererseits unser System unterstützen, Gifte wieder aus dem Körper und unseren Kopf zu entlassen. Wenn ihr euch für diesen Detox- und Entgiftungssummit interessiert, findet ihr den Link unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Das war's von mir.
Herzlichen Dank fürs Zuhören bis hierher. Ich hoffe, euch hat dieser Text von Arnold Ehret gefallen. Ich hoffe, ihr konntet euch da einiges daraus mitnehmen. Hinterlasst mir gerne eure Gedanken und Meinungen zu diesem Video unter diesem Video. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit, ihr Lieben. Ganz viel Kraft und Zuversicht. Bis ganz bald.